So, nochmal ein ganz frisches herzlich willkommen zu Assassin's Creed Syndicate und einer neuen Aufnahme. Ich habe jetzt gefunden, wo man den Jax Ripper-Ding startet. Ich hatte eben schon eine Aufnahme gestartet, war ich mitten im Spiel. Es gibt einen neuen Menüpunkt und da klicken wir jetzt einfach mal drauf und starten und machen nicht mehr lange rum hier. Zusätzliche Inhalte werden geladen. Zusätzliche Inhalte werden immer noch geladen. Diesmal in Großschrift. Und X drücken. Und es wird weitergeladen. Hui. Okay, wir sind Jacob. Mit, sind wir jünger? Wir haben eine andere Frisur. Wir sehen jünger aus. Kann eigentlich gar nicht sein. Noch jünger geht ja kaum. Nun gut, nun gut. Laufen wir durch den Animus. Platsch, 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 platsch. Wow. Da, 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 da. Los geht, Leute, seid ihr mit mir auf und ab, Queen im Animus. Toll. Ich schneide das hier einfach raus. So, Punkt. So, ich habe die ewige Ladesequenz mal rausgeschnitten. Jetzt kommt die nächste ewige Ladesequenz. Nachdem die Assassinen die Templer in London besiegt hatten, genoss die Stadt 20 Jahre lang einen gewissen Frieden. Bis zum Herbst des Schreckens. 1888 wird London in Angst und Schrecken versetzt durch eine Reihe von grausamen und nicht aufklärbaren Morden. Die Bordelle von Whitechapel wirken warm und sicher im Vergleich zu den dunklen Straßen, in denen Prostituierte ermordet und auf groteske Weise der Welt zur Schau gestellt werden. Jacob Fry jagt den schwer zu fassenden Mörder, um dem Schrecken von Jack the Ripper ein Ende zu setzen. Gänsehaut. Beeilen Sie sich, Mr. Finch. Das ist die Story unseres Lebens. Mr. Weaversbrook, ich weiß, Sie haben noch mehr Briefe vom Ripper. Sie sollten sich doch von mir fernhalten. Sie dürfen sie nicht veröffentlichen. Sie haben einen unbekannten Schurken in eine Legende verwandelt. Das ist genau, was er will. Jacob! Endlich habe ich dich gefunden. Es geht um den Ripper. Er hat es wieder getan. 20 Jahre älter. Nicht. Lizzie? Nicht beide. Selben Nacht. Nelly, denke an meine Worte. Jetzt geh. Wie viele Assassinen müssen noch sterben, bevor du die Wahrheit sehen wirst? Nur noch einer, Jack. Und jetzt werde ich dich jagen. Hä? Ich weiß, dass du hier bist, Jack. Hat der Meister des Schreckens etwa Angst, sich zu zeigen? Ernsthaft? Ich bin dein Schatten, Jacob. Wow. Was war das denn jetzt bitte? Und wir folgen gerade Jacob? Ich werde jede von ihnen ausweiden, wenn das der schnellste Weg zu dir ist. Tutorial Angst. Der Schrecken, den Jack
in London verbreitet, basiert auf seinem Einsatz von Angst. Eins von Jacks Angstgranaten ist der brutale Takedown. Wird der brutale Takedown bis zum bitteren Ende ausgeführt, versetzt er alle Gegner in ihn, die ihn beobachten, in Panik. Halten Sie, wie bei einem klassischen Attentat, Viereck gedrückt, um einen brutalen Takedown zu beginnen. Folgen Sie danach den Anweisungen, um ihn abzuschließen. Alter Schwede. Haben wir ihn gerade aufgeschnitten? Wow. Komm schon, du Monster. Bring das zu Ende. Lauf, wie du willst, Jacob. Ich krieg dich. Na komm her, Jacob. Ist abgefahren, dass wir Dings spielen. Oh. Wir können hier die Passanten umbringen. Ich muss nur dem Geruch folgen. Dem Geruch eines verwundeten Tieres. Wieso? Jacob ist ja eigentlich gar nicht der Typ, der wegläuft. Wieso rennt er die ganze Zeit weg? Du kannst dich nirgendwo vor mir verstecken. Oh. Gegner reagieren in drei Abstufungen auf den Schrecken des Whippers. Ruhig, verängstigt oder panisch. Angstaktivitäten verängstigen ihre Gegner zunächst und versetzen sie dann in Panik. Sie können den Angstzustand eines Gegners mit den Angstgranaten beeinflussen, zum Beispiel mit dem Todesschrei oder Spießen. Wow! Okay. Ich dachte, er hätte jetzt nur noch den Kopf in der Hand. Halt! Willst du mich, Jack? Dann komm und hol mich! Oh. Das ist nicht unser Weg. Das ist mein Krieg. Was? Okay, was sollen diese Stimmen da die ganze Zeit, die auftauchen? Mir entkommst du nicht. Okay. Ist eh abgefahren, dass wir Jack spielen. Kriech zurück in dein Loch, kleine Maus. Oh Mann. Das war interessant. Anscheinend hat er auch einige psychische Probleme, der gute Mann. Was waren das immer für komische Stimmen? Von wegen, töte ihn. Schlitz ihn auf. Wo willst du denn hin, Jacob? Jack, du bist krank. Erkennst du die Ironie nicht, Bruder? Jack. Nur du weißt, wer der Ripper ist. Aber du kannst es niemandem sagen, weil es dich und die Assassinen zerstören würde. Nein, 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 nein! Jack! Wir können dich heilen.
mich heilen? Ich bin die Heilung! Hat er... Ernsthaft? Hat er Jacob getötet? Warum muss das denn so anfangen? Mano! Jack der Schlitzer. Der Bezirk Whitechapel. Ein Monat später. Abteilung H, Scotland Yard. Inspektor Eberlein. Warum genau haben Sie mich herbringen lassen? Seit Monaten jagen meine Männer und ich den Ripper rund um die Uhr und wir haben nichts vorzuweisen. Jedenfalls nichts für die Öffentlichkeit. Was hat der Ripper mit mir zu tun? Mein Bruder hat mich aus Indien hergerufen. Kann das nicht warten? Soweit ich weiß, sind Sie vielleicht die letzte Assassinin Londons. Wie meinen Sie das? Wo ist Jacob? Wenn ich das wüsste. Ihr Bruder ist unauffindbar, während ein ungreifbarer Schatten die fürchterlichsten Verbrechen begeht, die diese Stadt je gesehen hat. Und Sie glauben, das ist kein Zufall? Der Mörder ist wählerisch und leidenschaftslos und hat bisher nicht eine einzige Spur hinterlassen. Ein solches Talent für das Töten, ohne entdeckt zu werden, habe ich nur einmal erlebt. Bei meiner Arbeit mit Ihnen beiden. Und deshalb hat Jacob Sie gerufen, bevor er verschwand. Sie meinen, er ist tot? Das würde ich nicht wagen. Doch wenn dem so ist, sind Sie die einzige Person, die den Ripper stoppen kann. Kommen Sie. Ivy sieht mal an, dass sie alt geworden ist. Wann werdet ihr dieses Monster endlich erwischen? Ich bringe Sie an den Ort, wo der Ripper zuerst zuschlug. Ihr seid unfähig! Die Presse scheint immer zuerst davon zu erfahren. Wenn wir ankommen, sind alle Beweise bereits zertrampelt und am nächsten Tag triefen die Schlagzeilen vor Blut. Die paar hundert Yards zwischen Flower und Dean Street sind so gefährlich geworden, dass meine besten Constables Angst haben, nachts in Whitechapel auf Streife zu gehen. Nehmen wir doch eine Kutsche, ja? Ich möchte nicht schon wieder ein Ei ins Gesicht bekommen. Ich fahre. Was ist aus dem Bezirk geworden? Whitechapel ist voller Verbrechen, Miss Fry. Hier regiert allein der Schrecken. Woanders werden die Reichen reicher, aber hier leben die Armen von den Ärmsten, kämpfen jeden Tag ums Überleben. In der Presse genießt Whitechapel einen Ruf als Hort der Wilden, Monster und Werwölfe, die ehrliche Bürger in ständige Angst versetzen. Vor dem Ripper. Langsamer! Weit von hier wurde Mary Ann Nichols ermordet. Ich kannte sie als Polly, so wurde sie von ihren Freunden genannt. Aber die Frau, die hier starb, ist nicht dieselbe, die ich ein paar Mal im Frying Pan Pub traf. Wer war sie dann? Ich habe gehofft, das könnten Sie mir sagen. Sehen Sie bitte selbst. Hier hat der Ripper seinen ersten Mord begangen. Wurde Miss Nichols identifiziert? Ihr Ehemann hatte sie seit 11 Jahren nicht gesehen. Er hat diese arme, geschändete Frau nur kurz angesehen, bevor er die Frechheit besaß, ihr für das zu vergeben, was sie ihm angetan hatte. Die Presse berichtete, dass Miss Nichols den Abdruck eines Rings am Finger hatte. Er wurde gewaltsam entfernt. Dasselbe gilt auch für die anderen Opfer. Die Leiche des Opfers wurde hier gefunden, mit aufgeschlitzter Kehle und mehreren Stichwunden im Unterleib. Die Blutspuren sind noch sichtbar. Mary Ann Nicholson, Todeszeitpunkt vor 3 Monaten, mehrere Wunden. Das ist cool. Ja, da ist noch was. Handabdruck, hier ist... Hier hat sie sich mit ihrer Hand abgestützt, vermutlich erschöpft, wegen ihrer Wunden.
Bei dieser Gelegenheit könnte sie ihren Ring weggeworfen haben. Was haben Sie entdeckt? Einen Moment. Hier angehalten, gekrochen. Blutspritzer. Ein seltsamer Ort für Blutflecken. Offenbar hat etwas im Blutgetränktes diesen Baum getroffen. Vielleicht der Ring? Gucken wir mal, was da liegt. Ein Ring, den nur eingeschworene Assassinen tragen. Ich habe ihren Ring. Ein Assassinenring. Sie muss ihn während des Kampfes weggeworfen haben. Ein verzweifelter Versuch, die Bruderschaft zu schützen. Sie glauben, es gab einen Grund? Ja, und die Nachrichten beschuldigen die Polizei, mich, die wichtigste Stadt der Welt zurück in urzeitliche Barbarei verfallen zu lassen. Ich muss mich entschuldigen, Miss Fry. Ich habe noch in Whitechapel zu tun. Guten Tag, Inspektor. Danke für Ihre Diskretion. Das Credo eines Monsters, Herz des Schreckens, abgeschlossen. Aberline, Sympathisantenaktivitäten. Inspektor Aberline braucht ihre Hilfe. Der Schrecken des Whippers hat eine regelrechte Verbrechenswelle ausgelöst, von kleinen Diebstählen bis hin zu Nachahmungsmorden. In Whitechapel herrscht die wilde Barbarei. Aktivitäten aus den Bereichen Kopfgeldjagd, die Kampfclubs und Kutsche der Justiz stehen nun zur Verfügung. Ich muss Jacks Einfluss auf die Gangs in London brechen. Gott, ist sie alt geworden. So, das funktioniert wenigstens noch. Die müsste jetzt etwas Anfang 40 sein, oder? Die waren ja Anfang 23, waren die beiden, glaube ich, im richtigen Spiel. Dann jetzt ein bisschen gealtert. Helix Lich, Whitechapel. So, wir schauen trotzdem mal ins Menü, was wir noch so an... Sie kämpft mit Ringen? Inventarfähigkeiten. Sieh mich jetzt mal an. Okay. Angst und Schrecken. Der Folterer. Ha, herstellen. Oh, wir haben auch gar keine Ausrüstung und Dinger mehr. Okay, und die anderen Sachen können wir auch nicht benutzen aus dem Hauptspiel. Datenbank ist dann auch nichts Neues. Und dann würde ich mich jetzt aus der ersten Folge von Assassin's Creed Jack the Ripper verabschieden. Und ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Wenn ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Däumchen da lassen würdet. Und auch ein Abo, wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute und haut rein. Bis morgen. Ciao.